Mein Freund und ich ziehen in 2 Wochen um. Deswegen sind wir erstmal in den Baumarkt gefahren, um Umzugskartons zu kaufen. Und wusstet ihr, dass in 40 Tagen Weihnachten ist? Ich finde Weihnachtsdeko so, so schön. Und wie heißt diese Pflanze nochmal? Das ist auch so eine weihnachtliche Pflanze, oder? Es kam schon die erste große Möbellieferung an. Die neuen Möbel verstauen wir erstmal im Keller. Dann wird auch schon die Kleidung eingeräumt, die wir in den nächsten 2 Wochen nicht tragen. Während ich die Klamotten in den Sack räume, miste ich auch gleichzeitig aus, um zu schauen, welche Klamotten ich auch spenden kann. Und ich habe jetzt erst gemerkt, wie viele Klamotten ich habe, die ich gar nicht trage. Dann habe ich die Schuhe noch eingeräumt, aber diesmal in einem Karton. Anschließend ging es mit der Kommode weiter. Mir ist aufgefallen, dass meine Kommode immer unaufgeräumt ist. Ist euer Kleiderschrank aufgeräumt? Es sind ganze 4 Säcke geworden und es war echt, echt anstrengend. Zudem sind es ganze 2 Säcke geworden, die ich spenden werde. Und eine Frage an euch, verkauft oder spendet ihr lieber eure Kleidung?